Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man den Initialheap bei dem Heap-Sort erstellt. Ich benutze dafür einen Algorithmus, den ich mir von dieser Webseite hier abgeguckt habe und auch von meinen Uni-Unterlagen. Bitte darauf achten, wenn ihr das jetzt anguckt. Es gibt verschiedene Arten, diesen Initialheap zu erstellen. Je nachdem, welchen Algorithmus man benutzt, bekommt man nachher einen anderen Initialheap. Das heißt, ihr müsst natürlich den benutzen, im Endeffekt, der für eure Uni, für eure Schule, für euren Lehrer der richtige ist. Oder wenn ihr es selber entscheiden müsst, dann müsst ihr gucken, welcher für euch besser geeignet ist. So, wir starten direkt rein. Hier oben sind unsere Zahlen, die sollen sortiert werden. Und ich habe nur, damit es ein bisschen besser sichtbar ist, hier unten schon mal so einen Baum vorgezeichnet. Das erste, was wir machen, ist die Baumeinbettung. Das ist das, was man jetzt beim Computer nicht machen müsste, weil der arbeitet ja nur auf dem Array. Aber um das mal hier sichtbar zu zeigen, machen wir das. Was man dabei einfach macht, ist einfach nur die Zahlen von hier oben entsprechend der Reihe nach da unten rein. Also erst die 9 oben hin, dann die 13, dann die 19 und so weiter. So, das war unsere Array-Baumeinbettung oder einfach nur Baumeinbettung. Und als nächstes wollen wir dann den Initialheap erstellen. Das heißt, wir wollen in diese ungeordnete Folge hier irgendwie eine Ordnung reinbringen. Dazu müssen wir uns natürlich zuerst überlegen, ob es ein Maximum- oder ein Minimum-Heap werden soll. Das bedeutet, ob hier an dieser Stelle das größte oder das kleinste Element nachher drin stehen soll. Nicht verwirren lassen von den Gegensätzen, wir wollen ein Maximum-Heap haben, weil wir dadurch unsere Zahlenfolge hier später aufsteigend sortieren. So, dann können wir auch den Pfeil hier wieder wegmachen. So, wie geht das? Wir gucken uns an, was ist die letzte Ebene, die wir in unserem Baum haben und können die gedanklich, ich schreibe es jetzt hin, gedanklich können wir die so abgrenzen. Und dann vergleichen wir jeden Knoten mit dem jeweils unterliegenden Knoten und gucken, ob es in der richtigen Reihenfolge ist. Konkret bedeutet das, die 20, die hat gar keine Knoten hier unten, können wir also weglassen. Die 8 hat auch keine, können wir auch weglassen. Die 15 hat hier unten einen Knoten 9, aber die 15 ist größer. Deswegen ist das schon in der richtigen Reihenfolge. Warum ist das die richtige Reihenfolge? Wir wollen ja ein Maximum-Heap, das heißt, wir wollen immer das größte Element nach oben haben. Und von diesen 2 ist die 15 die größte. Dann gehen wir weiter, gucken uns die 3 hier an. Vergleichen die 3 mit der 3, ist gleich. Okay, 3 und 14, die sind in der unterschiedlichen Reihenfolge. Deswegen vertauschen wir die mal. Also, falsche Reihenfolge. So, damit haben wir auch schon den ersten Schritt hinter uns. Die 2 Striche können wir wegmachen. Im Grunde geht das jetzt so weiter. Das machen wir auch gleich. Hier nur ein kurzer Einschub, was wichtig ist. Wir haben hier unten zwar die unterste Ebene, aber wir vergleichen die unterste Ebene mit keiner. Die lassen wir weg. Wir vergleichen die zweitunterste Ebene mit der untersten. Das heißt, man vergleicht nicht nach oben, sondern wir vergleichen immer nach unten. Das heißt, auch hier vergleichen wir nach unten und auch hier werden wir nachher nach unten vergleichen. Wir werden niemals mit dem Element nach oben hin vergleichen. Warum? Ein Grund dafür, wenn wir uns das jetzt mal angucken hier, 15 und 9 steht hier. Das ist das erste Paar, was wir vergleichen wollen. Wenn wir in unserem Array gucken würden, dann wäre das diese 15 und diese 9. Und jetzt ist ein cooler Trick. Wir gucken mal, wie viele Elemente haben wir. Das sind 10 Elemente. Und jetzt teilen wir die 10 Elemente mal durch 2. Das ist dann 1, 2, 3, 4 beim fünften Element. Das heißt, hier ist genau die Mitte. Das heißt, die Mitte ist genau unser Element, mit dem wir anfangen zu vergleichen. Und auch wenn jetzt hier ein Element mehr wäre, dann wäre die Mitte immer noch bei 15. Man muss dann natürlich entsprechend runden. Wenn aber dann 2 mehr wären, dann wäre die Mitte bei 8. Das heißt, wir müssten bei 8 anfangen. Das heißt, für uns, wenn wir auf dem Baum arbeiten, ist es völlig egal. Weil da sehen wir ja, dass die 9 hier steht. Aber wenn wir nur auf dem Array arbeiten, dann ist es sehr praktisch, weil wir sagen können, okay, wir teilen einfach die Anzahl der Elemente durch 2 und nehmen das niedrigste. Und von hier aus können wir dann in diese Richtung anfangen zu vergleichen. Das heißt, alles was hier ist, muss entweder nicht nach unten hin verglichen werden. Das ist nämlich genau dieser Teil hier. Die haben nämlich keine Knoten nach unten. Und das hier ist ja der unterste Teil. Also die müssen nicht nach unten verglichen werden. Das erste, was verglichen werden muss, ist die 15. Und dann gehen wir einfach hier das Array Stück für Stück durch. Entsprechend hier, 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 hier. Und machen so unsere Vergleiche. So, aber das nur als kurzer Einschub. Ich hoffe, nicht zu verwirrend. Ansonsten machen wir einfach mal weiter und gucken, was es sonst noch so gibt. Dann vergleichen wir. Wir haben ja jetzt hier die 15 und die Dings nach unten verglichen. Da war vorher eine 3. Und jetzt gehen wir in die nächste Reihe. Das heißt, ich mache mal hier so eine Markierung dran. Das ist die aktuelle Reihe, in der vergleichen wir gerade. Das heißt, wir vergleichen 19 und 20 und stellen fest, die 20 ist ja größer. Die müssen also umgetauscht werden. So, dann vergleichen wir die neue 20 mit der... Achso, man darf nicht vergessen, wenn hier noch Kinder dran wären, andere Knoten, dann müsste man da auch nicht vergleichen. Sehen wir gleich. Jetzt vergleichen wir aber erstmal die 20 mit der 8. Sehen, okay, richtige Reihenfolge passt. Dann vergleichen wir die 13 mit der 15. Stellen fest, oh,
Das ist aber falsche Reihenfolge. Die 15 ist ja viel größer als die 13. Also vertauschen wir die. So, jetzt haben wir hier was getauscht. Jetzt müssen wir auch nach unten hingucken. Stimmt das noch mit allem, was unten steht? Wir gucken. 13, 9. Okay, 13 ist größer. Richtige Reihenfolge passt. So, dann vergleichen wir die 15 mit der 14. Okay, 15 ist größer als 14. Passt, kein Problem. Gut, dann haben wir diese Ebene auch abgeschlossen. Jetzt kommen wir zur letzten Ebene. Das entspricht dann hier dem Teil. Und gucken jetzt. So, wir vergleichen jetzt die 9 mit der 20. Und stellen fest, Moment, die 20 ist ja viel größer. Falsche Reihenfolge, also wechseln wir. So, und jetzt genau dasselbe Spiel. Wir haben jetzt hier was geändert, also müssen wir auch nach unten gucken. Stimmt die Reihenfolge noch? Wir gucken also 9 größer 19. Stimmt nicht. Die 2 müssen wir also auch wechseln. So, die 9 hat keine weiteren Knoten, also kein Problem. Genau dasselbe machen wir jetzt auch auf der linken Seite. Stellen fest, oh, die 20 ist ja größer als die 15. Ist ja schon in der richtigen Reihenfolge. Passt. Wir können nochmal grob drüber gucken. Sieht alles gut aus. Und stellen fest, das ist unser fertiger Initialhieb. Und wie wir sehen, die 20 ist das größte Element, was es gibt. Und wenn wir jetzt sortieren wollten, dann würden wir die 20 rausholen als erstes Element und dann gucken, was halt als nächstes kommt. Und das heißt, die 20 würde dann in unserem Array ganz hinten stehen, weil sie würde mit der 9 getauscht werden. Aber das sind wieder Sachen, die dann konkrete Sortierungen sind, die brauchen wir nicht zu besprechen. Eine Anmerkung möchte ich noch machen, und zwar eine Sache, nehmen lieber grün, die garantiert bei jedem in den Uni-Unterlagen oder so anders stehen wird, als ich es jetzt hier gemacht habe. Ich finde es nur einfacher, zumindest am Anfang fürs Verstehen. Auf keinen Fall nachher diesen gleichen Fehler machen. Wobei, es ist kein Fehler, es ist nur eine Optimierung. Und zwar habe ich gesagt, zum Beispiel hier, wir haben hier die 14 und wir vergleichen sie nach unten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zwar abgesehen davon, dass das schon alles richtig ist, wir können es jetzt mit diesem hier oder mit diesem hier vergleichen. Ich habe es immer mit der rechten Seite zuerst verglichen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich finde, man baut das Ding ja von links auf, also ist es einfacher so von rechts nach links zu lesen, wenn man hier diesen ganzen Baum hat. Das heißt, das ist als Baum erstmal einfacher durchzuführen. Aber der Computer arbeitet ja nicht auf dem Baum, sondern der arbeitet ja hier auf so einem Array. Wir machen mal die 9 wieder weg hier. Wer sich erinnert, da wo jetzt die 14 ist, stand ja vorher die 3, deswegen steht hier noch die 3 und von vorher meine Markierung, hier ist genau die Mitte. Wenn ich jetzt auf einem Array arbeite, wie kriege ich diese nächste Reihe hier raus? Das ist eine gute Frage immer. Dazu als kurze Hilfslinie in unserem ursprünglichen Array machen wir hier mal für die einzelnen Ebenen die Striche rein. So, machen wir hier auch mal so. Was ich ja gesagt hatte, wir haben am Anfang angefangen, wir haben die 15 und die 9 verglichen. Und dann mit dem Beispiel von eben konnten wir das mit diesen beiden hier vergleichen. So, und jetzt kommt das Interessante. Sagen wir, wir wollen die 15 vergleichen. Wir gucken, die 15 ist das fünfte Element. 1, 2, 3, 4, fünftes Element. Und das Interessante ist, um den Knoten, diese 9 zu kriegen hier, müssen wir einfach nur diese Position mal 2 rechnen. Das heißt, wir haben bis hier 5, mal 2 sind 10, also nochmal und dann sind wir hier. Genau an dem, womit wir es vergleichen müssen. Das heißt, das ist genau dieser Teil hier. Genauso verhält sich das mit der 3. Da ist es ein bisschen auffälliger, weil wir da 2 Knoten haben. Zur 3 haben wir 4 Schritte, also ist das vierte Element. Ich weiß, wenn man programmiert, dann fängt das hier bei 0 an. Das ist aber egal, die Zahlen bleiben ja im Grunde dieselben. Man muss nur aufpassen, wo man 1 abzieht oder 1 dazu zählt. Also nochmal, wir haben also die 3 als viertes Element. Und um in die nächste Ebene zu kommen, um in die nächste Ebene an die entsprechenden Kindknoten zu kommen, rechnen wir wieder mal 2. Das haben wir dann 8 und dann haben wir hier 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir sind dann hier. Dann haben wir, ich weiß, hier stehen jetzt andere Zahlen, aber das ist dann dieser Teil hier. Und wenn wir 8 plus 1 rechnen, dann sind wir bei diesem Teil hier. Und genau hier ist der Punkt, wo der Rechner es anders machen wird. Der Rechner wird zuerst den linken Knoten zum Vergleich nehmen, weil dann muss er nämlich nur die 4 mal 2 rechnen. Und dann landet er hier. 4 mal 2 plus 1, das ist eine Rechnung mehr, das ist aufwendiger, dann nehmen wir doch lieber nur 4 mal 2. Ich mache das nochmal kurz weg hier, damit das ein bisschen freier alles wieder ist. Ach, wir können auch eigentlich die Zahlen wegmachen, die sind uns eigentlich nicht mehr so wichtig. Das heißt, später der Rechner und wahrscheinlich in euren Uni-Unterlagen wird sein, vergleiche diese 2, okay, mach irgendwas, dann vergleiche diese 2, okay, mach irgendwas, dann vergleiche diese 2, okay, mach irgendwas. Also irgendwie dann immer von links nach rechts. Das ist ein bisschen komisch. Die Erklärung eben hier oben. Punkt. Ja, das war es eigentlich schon.